Geschichte der Borgward Dreiradproduktion begann 1924 in Bremen. Der Unternehmer Karl Borgward leitete zu jener Zeit die Kühlerfabrik Borgward & Co. Um die Waren besser ausliefern zu können, entwarf er Mitte der 20er Jahre den Blitzkarren. Das war ein dreirädriges Lastenfahrzeug mit 2,2 PS Leistung. Dies war der Ursprung für die spätere erfolgreiche Borgward Autoproduktion. Nach der Inflation in Deutschland füllte Borgward mit seinen Kleinstlieferwagen erfolgreich eine Marktlücke. 1928 gründete Borgward schließlich die Goliath-Werke Borgward & Co., in denen ab 1931 der dreirädrige Personenwagen Goliath Pionier gebaut wurde. Es war ein Zweisitzer mit einem 200 Kubik Elo Zweitaktmotor und einer Leistung von 5,5 PS. In den Jahren 1931 und 1932 war der Pionier sogar das meistproduzierte Personenfahrzeug in Deutschland. 1949 stellte Goliath eine Weiterentwicklung, den Dreiradtransporter GD750 mit 750 Kilogramm Nutzlast vor. Dem GD750 folgte 1955 der Goli. Wie auch sein Vorgänger hatte der Lieferwagen einen Zweizylinder-Zweitaktmotor mit einer Leistung von 14 PS und 396 Kubik. Wahlweise konnte gegen Aufpreis ein 16 PS starker Motor mit 496 Kubik eingebaut werden. Damit erreicht der Goli annähernd eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde. Ausgestattet mit einem Vierganggetriebe liegt der Antrieb auf der Hinterachse. Die Hinterachse ist starr und lagert auf einer Blattfeder auf jedem Rad. Das Vorderrad ist einseitig aufgehängt und durch eine hydraulische Federung abgedämpft. Die Lenkung spricht direkt über eine Lenkstange auf das Vorderrad an. Die Karosserie wirkt dynamischer als bei seinem Vorgänger und überzeugte durch die Linienführung. Die vorderen Lampen wurden in den Kotflügel integriert und die Front ziert eine Kühlermaske. Im Gegensatz zu dem Vorgänger ist der Rahmen nicht mehr aus Holz, sondern die Karosserie ist eine Ganzstahlkarosse. Auch dieser Lieferwagen war mit den verschiedensten Aufbauten lieferbar.